Willkommen zurück zu Let's Play Dead Island. Ja, wir haben die Wasserstation befreit und es geht direkt weiter mit unserem Abenteuer. Wir haben direkt eine nächste Aufgabe von den netten Kollegen bekommen, die wir gleich erledigen werden. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal lieber eine andere Waffe. Für die Zombies können wir eine andere Waffe nehmen. Das ist ja schon der erste. Irgendwie sind die giftig. Ach, das leckt mich noch schon. Ja, das passt. Ich komm rein. Oh, ich nieder. Was ist denn jetzt? Denn her? Hier ist komisch, ne? Was ist denn los, Leute? Reicht es aber mal mit euch zu. Somebody! Mist. Mann, was ist denn heute los, ey? Können wir mal Plan B nehmen, ne? Mist, jetzt hat er uns voll erwischt und getötet. Ey, was ist denn heute los? Da müssen wir erstmal wieder ins Spiel reinkommen oder was? So war das sogar gar nicht geplant. Alter, da haut er uns schon wieder gleich um. Ja, diese Großen kann ich so gar nicht leiden, ne? So. So, du Sack. Aufstieg, das ist sehr schön. Machen wir gleich mal. Dann machen wir hier unten mal weiter. Was haben wir denn hier? Großer Stoß. Erhöht den Schaden mit Zweihandwaffen. Erhöht den Schaden mit modifizierten stumpfen Waffen. Ja, machen wir. Haben wir eine modifizierte. So. Den hätten wir gar nicht töten müssen. Toll. Sehr schön. Erste Wasserleck gestopft. Was ist denn hier los? Ich kann denn hier hinter diese Feuertypen her. Jetzt.
meine Güte. Wir sind gleich schon wieder tot, ne? Mann, jetzt hat er mich schon wieder getötet, ey. Ich glaube, heute ist kein guter Zeitpunkt, um irgendwas aufzunehmen. Heute läuft es irgendwie gar nicht, ne? Ja, ist klar. In den Rücken springst du mir, oder was? Okay, so machen wir ihn. Mist. Einfach losgelaufen. Oder? So. Jetzt wissen wir auch, wie wir dich killen. Ist hier was zu essen? Sehr schön. So, dann machen wir wieder hier nehmen. Mist, jetzt sind wir zweimal gestorben. Sind wir, glaube ich, noch nie in einer Let's Play-Folge, ne? Wir sind noch nie zweimal hintereinander gestorben. Kommen aber von überall her, ne? So. Reparieren. So. Cash. Gut, wir brauchen. Den müssen wir auf jeden Fall reparieren. Schaffen wir den noch? Nein, wir hätten doch den, glaube ich, als erstes reparieren sollen. Den können wir auch nicht mehr reparieren. Mist. Jetzt haben wir halt den aber repariert. Weiter mit dem. Mann. Mann.
hier lang. Get this freak off me! Lief los. Unsere Waffen. Nein! Was ist denn? Mann, wo ist unsere Waffe hin? Mensch, heute sind wir ja richtig schlecht, muss ich sagen. So, haben wir genug Geld zusammen? 300 reicht nicht, ne? Wie viel brauchen wir? 900. Mann, Mann, Mann. Oh, DRL. Mann, ist nur euch da, weiter geht's. Mann, ihr habt 81 Dollar wieder verloren. Na toll. Ach du Jimmy, was ist denn hier heute los? Ich verstehe es nicht. Stay away from my police station. There is no help to be had here. We have taken it over, and if anyone approaches, we will consider them an enemy. Ja, ist klar. Er läuft doch nur geradeaus. Ich laufe mit Volk in der Hauptrunde. Zack. Oh. Ja, nee, das wollen wir natürlich mitnehmen. Geld ist auch schön. Wir haben schon wieder so viele, ne? Irgendwo was zu essen? Hier unten? Hier. Mama!
Frage! Was ist denn jetzt? Mann. Ey, das war auch wieder eine Verarschung. Ich frage noch einmal. Verstehe ich nicht. Stay away from my police station. Oh, so. There is no help to be had. Was hat sich hier vorne noch hin? Also ich hab gerade und wieder einer von der Seite. Ey, ich krieg gleich die Krise, ne? So, jetzt verfahre ich mir den schnell. So. Aber erledigt hier ist ne. Das wollen wir nicht. Können wir jetzt reparieren, sehr gut, schön. So. Unser Kolben. Reparieren. Natürlich. So. Haben wir den schon mal repariert. Hat er uns gerade abgeworfen? Hat der uns jetzt ernsthaft mit was abgeworfen? Seit wann können die Viecher denn auch noch werfen? Jetzt wird's so langsam. Langsam wird's aber echt peinlich. So. Ja, langsam wird's echt peinlich. Back the fuck off! Erstmal das Auto rauf. Sehr schön. Ist klar. Wie viele sind denn das? Werfen, aber hier nicht hochklettern oder was? Wow, er hat mich. Okay, wir sterben gleich wieder, ne?
Zack. Sprech mit der Mutter. Okay. Ab zur Mutter in Kirche. Wow. Das war echt hart. Hart. Echt schlecht, muss ich sagen, ne? Nein, das wollen wir nicht. Gut, achso. Gut, das haben wir uns genommen. So. Rein hier. Mit der Mutter sprechen. Das können wir machen. Mit der Mutter Oberin. Und ich glaube, du könntest das für mich machen. Wo ist er denn da? God bless you. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have reignited hope in the hearts of those who survive to serve the Lord. When the end of days began, the people were afraid. Many panicked and rioted. Stores were looted. There's nothing left here. You will have to search in the wealthy part of town. Unfortunately, there's no good way to get there. The wealthy didn't want the poor taking what was theirs. So they destroyed all the bridges, cutting themselves off from the rest of the city. I don't know whether you wish to save the world or bring it down. But until time ends, we can still save the innocent. One of our flock, Joseph, knows the way. He will help you. Okay, jawohl. Listen, Laura, that orphan girl I was telling you about, she's got 104 fever. She's delirious. Thinks Bobby's trying to kill her. Okay. People are starting to panic. They think she's infected. She's only 10 years old. They want her dead. So, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Wir starten in der nächsten Folge weiter mit Joseph, mit dem wir sprechen sollen, und verteilen ein Talent. Bis zum nächsten Mal bei Dead Island bei Burgrim LP. Ich danke euch fürs Zuschauen, auf Wiedersehen und tschüss.